Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sunless Sea. Es ist Zeit für ein neues Leben, eine neue Chance, neue Wunder zu entdecken. Und beim letzten Mal haben wir uns schon ganz gut geschlagen. Und ich bin gespannt, wie weit wir dieses Mal kommen. Ich denke, wir werden uns auch dieses Mal wieder direkt eine Vorgeschichte aussuchen. Mal sehen, zuletzt hatten wir einen Veteranen mit einem extrem hohen Wert in Eisen. Aber so richtig viel hat uns das nicht gebracht, außer dass wir natürlich alles verloren haben, weil wir ein bisschen großkotzig wurden, was Kämpfen anging. Ein Naturphilosoph, ein Poet. Ein Bonus auf Seiten. Oder ein Straßenjunge auf Schleier. Gibt's auch irgendwas? Ja, das geht auf Spiegel. Ich würde sagen, wir sind dieses Mal ein Poet. Eine weise Seele, Erfahrung, du hast Intuition. Und einen Freund, den schüchternen, den schmierigen, den glitschigen Navigator. Er ist ein bisschen grob, aber weiß wahrscheinlich, was er tut. Und du kannst wahrscheinlich irgendwann jemand Besseren finden. So, 25 Pages, das ist schon mal ein ziemlich heftiger Start im Vergleich zu vorher. 20 Echo und ja. Was suchen wir? Privates Königreich können wir nicht, noch nicht. Wohlstand hatten wir auch. Erfüllung. Die Knochen deines Vaters. Versuchen wir uns mal da dran. 5 Faden tief. Find heraus, wo er starb und bringe ihn nach Hause. So, unser letzter war ein Bürger, ein gleichberechtigter Demokrat. My Lord, warum nicht? So, und diesmal Edmund, nicht Blackadder, aber nahe dran. Mal sehen. Nicht verwandt. Mr. John Huffman, Herausgeber der Unexpurgated London Gazette. Er veröffentlicht deine Poeme von Zeit zu Zeit. Vor einer Woche hat er nebenbei erwähnt, dass eine deiner Aussprüche so klingt wie eine von deinem Vater. Vergangenheit, ein Poet, ja. Ein Café im Caligulas. Huffen rollt seine Finger um seine dampfende Tasse. Ein Schutz gegen die feuchte Kälte dieses Morgens. Oh ja, ich kannte ihn. Ein sehr talentierter Mann, dein Vater. Aber er hat das Talent in Liebesgedichte gesteckt? Als Ghostwriter, verstehst du mich? Und soweit ich weiß, ziehen Liebesgedichte die Aufmerksamkeit einer gewissen Macht auf sich. Er wirft einen Blick hinaus aus dem Fenster. Du folgst seinem Blick, wo der Turm des Echo-Bazars über London aufsteigt. Huffam lehnt sich vorwärts. Die Herren des Bazars, sagt er sehr vorsichtig, haben ein Interesse an deinem Vater gehabt. Obwohl ich ihn mochte und obwohl ich dich mag, brauche ich etwas, um es gegen dieses Risiko einzusetzen. Bring mir Nachrichten. Bring mir Nachrichten von der See. Sea Stories, Tales of Terrors und okay, das sollten wir hinkriegen.
können an vielen Orten gefunden oder in Irem gekauft werden. Advice for Captains verkaufen wir. Das Labyrinth der Tiger steht unter dem Schutz der London Zoologischen Gesellschaft zum Wohle vorsichtiger Besucher zu Ausbildungszwecken. Hier kann man Teufelsaffen aus dem fernen Mandalay sehen, Dinge im Spiegel, die Kinder von Cantigasta, die gigantische Höhlenschlange, der Bewohner der Wölfe, der Hybridteufel. Das Management empfiehlt, dass sie gut, dass sie zügig zu, vor Schluss, vor Torschluss das Gebäude verlassen. Wir könnten ein. Wir könnten eine Kreatur spenden oder wir könnten ein. Hier kämen wir an so ein lebendes Subjekt dran, das wir für manche Dinge gebraucht haben im letzten Spiel. Auch faszinierend. Och, und nur lächerliche 500 Echo. Die Morgenzeitung lesen, das machen wir ja immer gerne. Ein Erbstück verkaufen. Tausendneununddreißig Echo. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Geschäft gewesen. Das Studienzimmer. Ja, ich würde sagen, wir schreiben sofort ein Testament. Nur zur Sicherheit. Außerdem haben wir das Geld gerade. Weil wenn wir demnächst wieder Schätze kriegen. So, Unterkunft. Okay. Die Universität haben wir aber kein Geheimnis für erstmal. Das Büro der Admiralität. Braucht ihr etwas Bestimmtes? Dieser Hafen. Informationen über Gaydos Morn im nicht weit außerhalb der Heimatgewässer, okay. Im Übrigen, die Karte wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen neu gemischt sein. So, was gibt's hier? Das können wir nicht, dafür brauchen wir einen freien Abend. Mehr Crew anheuern. Machen wir mal. Lieber mit voller Mannschaft als gar nicht mehr zurückkommen. Einem Grabkolonisten Passage anbieten, auf jeden Fall. Dann. Ja. War es das auch schon, was wir hier erstmal tun konnten? Unser Schiff ist bestückt mit einer guten Kanone. Die alte können wir dann direkt verkaufen. Kompetent? Vielleicht. Vertrauenswürdig? Möglicherweise. Mit dem können wir über Geheimnisse unsere Spiegel erhöhen. Ah, die See ist genug. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ich wollte immer Frostfount sehen. Der Platz, wo die See ein Schloss wird. Der Platz, an dem Fragen und Rätsel sich um die Wahrheit bekämpfen. Er stöhnt verträumt, aber beobachtet dich vorsichtig. Ja, Frostfound, okay. Dann also Frostfound. Brauchen wir sonst noch was? Tja, schade, wir hatten so viele schöne Dinge an Bord.
Genau, die alte Kanone können wir verkaufen. Für stolze 10. Tja, dann, wir haben auf jeden Fall noch reichlich Zeit über. Und ich kann euch eins versprechen, vorerst müssen wir nicht mehr so viel lesen wie das, was wir vorher alles gelesen haben. Ich werde natürlich nicht alles doppelt vorlesen. Was neu ist, lesen wir, was nicht neu ist. Lass mal einfach gut sein. Und ich finde schon hier sieht es ein bisschen anders aus, als es das früher getan hat. Oder ist das nur Einbildung? Auf jeden Fall steht Hunter's Keep wieder. Mal sehen, ob wir diesmal das Feuer verhindern können. So. Das Keep, die Insel erkunden. Kriegen wir auf jeden Fall einen Hafenreport. Und dann das Haus ausspionieren. Dieser Ort kann nicht so einfach sein. Nee, das ist wohl wahr. 75%. Naja, wir gehen uns offiziell vorstellen. Na, und genauso wie vorher. Ich denke, diesmal werden wir uns mit Phoebe amüsieren. Eine Geschichte. Phoebe hat eine Geschichte zu erzählen von zwei Liebenden, die vom Wasser getrennt waren. Von einem Raben, der eine Nachricht trug. Von einem Fragment des Mondes. Sie. Okay, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. 25 Hunger verloren. Storms Attention. Einen Vorrat bekommen. Eine Erinnerung an ferne Küsten. Und natürlich sind wir nicht mehr ansatzweise so schnell wie früher. Wobei so groß finde ich den Unterschied gar nicht mal. Also einiges bleibt wie immer so, wie es war, aber viele Orte auf der Karte werden wir komplett neu entdecken müssen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht wüssten, was uns erwartet, aber jetzt haben wir einen anderen Spieler, einen anderen Hintergrund. Es ändert sich hier doch einiges. Ah, Tage von Pilzen und Rosen. Der neue Grabkolonist beobachtet Wenderbite, schüttelt seinen Kopf. Das wird nicht reichen, das wird es überhaupt nicht. Ein Plan. Ich habe eine Idee über einen Ort, an den wir gehen können. Vielleicht könnten 10 Einheiten Pilzwein nach Wenderbite und vielleicht haben sie etwas für dich. Okay. 10 Einheiten Wein könnten wir bringen. Den ersten Kurator gehen wir auf jeden Fall mal besuchen. Dann könnten wir nämlich diese Sachen erledigen. Einen Hafenreport sammeln wir natürlich ein. Aha, so kommen wir dann eigentlich auch relativ zügig an den bandagierten Suppenkoch.
Es ist interessant, dass das französische Wort Suppenkoch für Suppenkoch im Englischen so übernommen wurde und es so viel Ähnlichkeit mit dem englischen Wort für Gift hat. Oh, seltsamen Fang haben wir nicht und Terror haben wir offensichtlich auch zu wenig, um hier zu essen. Aber die 300 Echo sind jetzt auf jeden Fall gut eingesetzt. Können wir jetzt schon mit ihm sprechen? Nein, wir brauchen das Salz und... Na, es ist kein Problem. Das werden wir bei Zeiten schon finden. Dann, wir haben noch 7 Treibstoff. Dann schlagen wir einen kleinen Haken ins Unbekannte. Nach Wither und Codex werde ich nicht hochfahren. Die sind definitiv im Norden. Verdammte Fledermäuse. Habe ich schon verdammte Fledermäuse gesagt? Island im Südosten. Nee, mit dir spielen wir nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber wir machen einen Abstecher nach Demo Island. Und vielleicht können wir auf dem Rückweg schon den Seestein mitnehmen. Das wäre natürlich eine schöne Gelegenheit für uns. Den Sphinxstein. Report nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann trinken wir Tee. Das reduziert wie immer unseren Terror. Gibt uns 2 Fragmente. Nochmal einen Vorrat. Na, in unserem letzten Spiel war das hier, aber vor der Insel. Und die Insel lag auch anders. Also ihr versteht, die Karte ist komplett anders als jemals zuvor. Shepherd's Isle ist im Süden. Sphinxen sollten sich aber trotzdem noch ungefähr hier befinden.
das ist eine andere Inselformation. Genau, das ist das Labyrinth der Aale. Und mit dem werden wir uns ganz bestimmt nicht anlegen. Hier ist Pigmode Island. Und da habe ich das Schiff schon wieder mal, ohne hinzugucken, gegen eine Küste gefahren. Station 3 können wir noch anlaufen. Natürlich haben wir wieder keine Kiste dafür, aber egal. Wenigstens einmal da gewesen sein. Das Teleskop an der Küste ausprobieren. Ein Hafenreport. Einunddreißig, nicht geklappt, auch egal. Naja, wenigstens nehmen wir am Anfang nicht so viel Schaden, weil einfach auch nicht genügend Schiff da ist, um es zu beschädigen. Vorräte, Hafenreport. Wie immer ein Hafenreport. Hafenreport ist unser Lebensunterhalt. Neuigkeiten eintauschen. Machen wir mal Hunter's Keep, kommen wir so schnell eh nicht vorbei. Also kommen wir schon, aber den Konvent beobachten. Ja, einmal die Umgebung untersuchen. Eine Karte, ein Relikt. Und ein Artefakt. Den Konvent beobachten hat auch nicht viel gebracht.
Mutton Island möchte ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Auch wenn wir jetzt einmal komplett außen drum rumfahren müssen. Mist, ich hatte eigentlich gedacht, wir finden die Seelöwen jetzt schon und könnten richtig, die Salzlöwen, genau, die Salzlöwen war das, und könnten direkt am Anfang schon richtig gut Geld scheffeln, aber Pech gehabt. So. Ein Hafenreport. Geschichten, Geschichten, Geschichten. Einen Offizier, den siegelgeplagten Navigator. Mhm. Den kennen wir ja schon. Nehmen wir auf jeden Fall. Und dann erzählt uns noch eine Geschichte von den drei Gräbern. Aha. Jetzt brauchen wir nur noch eine Tale of Terror. Gut. In jedem Fall haben wir den effektiveren. Okay, wir fahren jetzt nur noch mal hier runter, weil irgendwie habe ich vielleicht übersehen, was sich da befinden könnte, weil Abbey Rock haben wir ja. Wenn die Salzlöwen doch da sein sollten, nehmen wir natürlich auf jeden Fall noch was mit. Ne, du bleibst mal schön weg. Mhm. Ach, Mutton Island, das ist Shepherd's Island. Okay. Nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir die natürlich auch mit. Dafür haben wir noch genügend Treibstoff. Netter kleiner Hafen. Haben wir hier 76%, versuchen wir sie zu beruhigen. Die Geschichte braucht man nämlich erstmal. Die Küste, einen Hafenreport natürlich. Und dann die Küste oder den Hügel auf der Küste. Gehen wir erstmal auf die Küste, auf den Hügel. 41 Fragmente, 2 Terror verloren. Alles schön, alles gut. So. Und dann zurück nach London. Und dann ist diese Episode auch schon vorbei. Aber für die erste Runde gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich hätte eigentlich eher hier so mit den Salzlöwen gerechnet. Aber die könnten jetzt natürlich auch hier etwas weiter hinten sein. Die könnten auch mal etwas nördlich oder südlich sein. Gator's Morn war ja auch nicht an der erwarteten Stelle. Beziehungsweise es könnte durchaus an der erwarteten Stelle sein. Das heißt nur nicht, dass wir es da finden werden. Sie sagt nur nahe den Heimatgewässern. Aber das heißt in diesem Spiel gar nichts. Trotzdem überaus interessant und ja, natürlich ist es schade, dass wir jetzt so weit gekommen sind und dann doch gestorben sind. Auf der anderen Seite, wir werden diesem blöden Mistvieh aber auch nicht entkommen. Es hat uns immer wieder ausmanövriert und beim nächsten Mal sind wir etwas vorsichtiger. So. Nummer 33 Terror, das ist gar nichts. Etwas erwartet uns im Hafen, das ist sehr gut. Da ist der Timer. Aber vorher andocken. So.
holen wir uns die Nachrichten vom Hafenmeister. Und dann sammeln wir das alles beim nächsten Mal ein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute nochmal weiterspiele oder erst morgen. Das wird sich zeigen. Kann durchaus sein, dass ich heute nochmal weiterspiele. Spaß macht das Spiel in jedem Fall, auch wenn man hin und wieder mal untergeht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Ein Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!